schmecken mir am besten, egal wo ich auch im Meer bin. Wenn Schüsse gibt, muss ich sie testen. Ich bin danach ganz süchtig, die Größe sind mir wichtig. Nicht gleich Spaghetti, nein, Thüringer Größe müssen sein. Mein Name ist Markus Klauder, ich bin der Bürgermeister von Schmiedefeld am Rennsteig und im selbigen Ort befinden wir uns gerade an der Talstation vom Skilift. Wer den Rennsteig nicht erwandert, hat im Leben viel versäumt. Man trifft dort nicht nur Bekannte, sondern manchen guten Freund. Hast du Sorgen mit dem Alter? Auf meinen Rat. Schnür die Wanderschuhe, den Rucksack noch dazu und dann beginn ich auf dem Pfad. Die wilde Rose vom Rennstein, sie hat mir das Glück gebracht. Die wilde Rose vom Rennstein hat mich verliebt gemacht. Die wilde Heute findet die längste Winterholzkohlegrillkette Schmiedefels auf alle Fälle statt. Das haben wir letztes Jahr am Rande des Wintermärchens ins Leben gerufen und führen das dieses Jahr fort. Bin Schnee, 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 weiße Gänse mir, du bist mir, ich nicht dir. Bin Schnee, 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 weiße Gänse mir, und seit dieser Zeit, da gehör ich immer dir. Dahinter verbirgt sich eine Aktion, wo jeder mitmachen kann. Also in der Regel hat in Thüringen ja jeder ein Ross daheim, den geschnappt, sich neben den anderen gestellt und somit eine Kette erzeugt, wo dann auf jedem Ross gleichzeitig mindestens 4 Thüringer Bratwürste liegen. Das können wir witterungsunabhängig durchführen. Und da wir unser Schneeskulpturen bauen und Schneeschuhlauf leider gestern absagen mussten, führen wir wenigstens das durch. Und ich denke, es ist für die Schmiedefelder und Gäste eine gute Aktion. Ich brauche keinen Mittag, ich brauche keinen Anstand. Ohne dich komm ich doch nicht zu. Ich brauche keine Bücher, auch keine Tabletten. Alles, was ich brauche, bist du. Ich brauche keinen Urlaub, ich brauche keine Partys, denn es ist ganz egal, was ich tue. Ich brauche keinen Whisky, auch keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Wir haben heute hier 65 Roste erleben können, knapp unter dem letzten Jahresergebnis von 67. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr steigern können, so wie es dieses Jahr auch avisiert war. Aber im Grundprinzip geht es um die Aktion, um das Zusammensein, um einfach einen lustigen, schönen Vormittag, Mittag zu haben. Im Namen des Rennverkehrsvereins und natürlich der Sport- und Freizeit GmbH Schmiedefeld. Also ich denke, wir schaffen das nächstes Jahr, dass wir wieder mal hier was haben, auf einem schönen Sportplatzgelände und auch bei einigen Kunden mitmachen können. Die Gäste, die nach Schmiedefeld kommen, können natürlich übers Jahr die verschiedensten Aktivitäten genießen. Rausstrahlen ist dann natürlich im Mai angesagt mit dem Rennsteiglauf. Wir haben im Sommer über das Babsfest, wir haben eine zünftige Thüringer Kirmes und viele andere regelmäßige Veranstaltungen, die die Gäste hier erwarten können. Hier die nächsten Fußballer. Wie sieht's aus? Fertig! Na super, hat's geschmeckt?